Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh Gott, nein! Dying Light. Was zum Teufel ist hier los? Hat aber klappt meine Hüfte verloren, Alter. Warum werde ich angegriffen? Was war das? Heilige! Bin ich nicht in der Safe Zone? Ich habe gerade die Aufnahme begonnen. Ich habe gerade das Spiel eingelegt und wird angegriffen. Da kommt noch nach. Wo kommen die alle her? Wieso sind sie so leicht zu töten? Oh Gott, ich höre sie. Wo sind sie? Hinter mir! Nein! Wo kommen die alle her? Bin ich nicht in der Safe-Zone? Bin ich nicht? Wieso bin ich nicht da? Wieso bin ich mitten im Spiel und wieso werde ich angegriffen? Er hat einfach nur heilige Scheiße gesagt, als ich angefangen habe und... Oh Gott, da ist noch einer. Wo kommen die denn alle her? Wieso können die so gut klettern? Wieso ich nicht? Da kommt ja noch einer. Habt ihr gesehen, wie er gesprungen ist? Ich will mich verarschen, von hinten kommen. Alter. Erstmal plündern. Wir sollten hier, glaube ich, weg von dieser Stelle, oder? Ich glaube, die hören nicht auf zu kommen. Oh Gott! Erschreckt mich bitte noch mehr. Aber den Loot will ich noch mitnehmen. Zum Glück haben wir diese geile Axt. Hi. Sieht schon aus, wie er da liegt. Hab ich euch da hier so hingeworfen? Ich glaube nicht, ne? Nein. Das wüsste ich aber. Na gut, liegt hier sonst noch irgendwas? Fragen über Fragen. Gut. Wir befinden uns gerade in der Quest, die hier oben ist. Die ist mir ein bisschen zu weit weg. Waren wir schon in dieser Quarantänezone? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Aber wir gehen einfach mal hier zum Turm zurück, ne? Wieso nicht? Mal ein paar Quests abholen. Dies und das. Wir werden heute nur eine kurze Folge machen, weil ich quasi jetzt gerade direkt vor dem Stream aufnehme. Was wollen die denn hier alle? Wo kommen die alle her? Wo muss ich hin? Da. Ach, ich habe den Wegpunkt gesetzt. Wir haben noch ungefähr 40 Minuten bis zum Stream und ich muss schnell aufnehmen. Ich bin gestern Nacht nämlich eingeschlafen vor der Aufnahme. Und, ach, was ist denn hier los? Und, ja, ich habe heute Morgen auch um 5 Uhr morgens, oh Gott, Halo aufgenommen. Deswegen auch ich so verplant war. Es hört nicht auf. Wir sind überall weg, wieso? Es werden noch immer mehr. Ne, ich habe um 5 Uhr morgens aufgenommen und ich war auch sehr verplant. Ich bin jetzt wieder fit und ich werde nachher wieder Halo aufnehmen. Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Kennen wir schon. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. So, Black, hast du eine Aufgabe für mich? Hey, hast du das Haus gesehen, aus dem roter Rauch steigt? Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Okay, klar. Roter Rauch. Nee, hier drin nicht, ne? Hier. Was? Hier gibt es immer was zu tun. Wie bei uns vielleicht? Weil hier ist momentan nichts und mein Controller vibriert. Ach so. Da kommt ein Flugzeug. Überlebender wurde getötet? Was für ein Überlebender? Ach so, dem wir kurz begegnet sind. Ich verstehe. Okay, wir müssen nochmal kurz zurück. Das Paket holen.
Heute werden wir sowieso nichts Großartiges, Questmäßiges machen. Sondern einfach nur ein bisschen Spaß haben. Sag gleich, wo die Zombies herkamen. Vielleicht wisst ihr das ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir mein Bein gebrochen. Achso. Haben wir... Shit. Wir haben keinen Müll. Ich bin am Arsch. Und ich habe gerade gelesen, als ich das Spiel gestartet habe, dass die Kamera anscheinend in einem schwarzen Auto ist. Keine Sau hier. Okay, gratis Loot für mich. Ach, wir haben sowieso noch die alte Ladung mit uns dabei, ne? Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 4-5 Ladungen bestimmt dabei. Und schnell zurück. Gucken wir nach den anderen Quests und erledigen eine der kleinen Quests. Muss ja nicht immer Hauptquest sein, Hauptquest hier. Das ist ein Spucker, ne? Das sind nicht die Laufenden. Die Psychos, die wir vorhin gesehen haben. So. Sicherheitszone betrieben. Zack. Ich fahre mal den ganzen Kram ab, ne? Danke für die Vorräte. Dann warst du schneller als Reis. Wow, ja, beeindruckend. Auf jeden Fall. So, Hakenklinge. Kein freier Slot. Achso. Ist sowieso armselig, ne? Dann gibt er mir so einen Scheiß. Mull. Er hat mir Mull gegeben, Freunde. Ich habe sogar Medikit gratis bekommen. Ja, wunderschön. Habe ich gar nicht drauf gedrückt, aber danke für die Information. Der Händler ist da hinten, ne? Nehmen wir mal ein paar Sachen los hier, ne? Und ihr habt mir gesagt, dass es Munition bei ihm zu kaufen gibt. Ja, ich bin sehr begeistert darüber. So viele blaue Sachen. Und ihr habt mir gesagt, ich soll die stärkste Waffe raussuchen. Das sind diese beiden hier. Mal gucken, kaufen. Munition. Jetzt ist hier nichts Munitionsmäßiges. Wie soll man das kaufen können? Na gut, warten wir noch ein bisschen. Wir haben hier doch sowieso noch eine Quest zu erledigen, ne? Besorgen Sie mehr Alkohol. Finden Sie eine Schusswaffe für Davut. Dann soll sie Davut bekommen. Du bist nicht da, wo... Tut mir leid, kein Zugang zu den oberen Etagen. Wieso? Im 18. Stock hat sich einer verwandelt. Ein Riesenschlamassel. Fürs Erste darf niemand rein. Ich hab da oben eine Quest abzugeben. Was zum Teufel? Ich muss da hoch. Die Leute zählen auf dich. Mann, bitte, pass mal auf. Steh nicht rum. Was ist da oben eine Quest? So eine Scheiße aber auch, ne? Na gut, dann halt nicht. Achso, ich muss das Zeug erstmal besorgen, ne? Na gut. Wollen wir das nochmal versuchen? Aber wir haben noch 10 Minuten Zeit, ne? Weißt du was, wir gucken kurz nach, ob wir da irgendwo ein schwarzes Auto finden und dann machen wir einfach einen auf YOLO und ziehen uns das Ding raus. Das ist der Plan. YOLO. YOLO funktioniert natürlich immer. Außer ich weiß nicht, wo das lang geht. Da lang. So. Ich meine, wann hat es mal nicht funktioniert? Außer natürlich in Shootern. In Shootern funktioniert das YOLO-Prinzip nicht. Ach du Scheiße, der brennt. Deswegen solltet ihr es nicht da versuchen. Super. Jetzt sind beide gebrochen. Ein schwarzes Auto. Haben wir da viele schwarze Autos gesehen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich meine, ist ein Tag her. Jetzt kann ich mir, was ich heute Morgen gegessen habe. Ach, 2 Cheeseburger. Genau. Mein Frühstück. Nein. Ich habe gerade erst wenig Kids geschenkt. Oh Gott, der sprintet. So, das hast du davon.
Kann das sein, dass die Zombies immer mehr und aggressiver werden, je länger wir spielen? Also jetzt zum Beispiel diese Runner. Da ist die Brücke. Und unter uns ist ein Tunnel, ne? Wie kommen wir da am besten hoch? Ah, ich sehe schon. Was heulst du? Jetzt hast du einen Grund zum Heulen. Wie kann man da eine Quest veranstalten? Jetzt ganz ehrlich. Ihr habt es gestern gesehen. Das ist so viel los an Zombies. Und so kann ich bewältigen. Weil hier ist klar, nichts. Aber da, wo es wirklich erst richtig losgeht, ne? Wo man die Quest hat. 1 Milliarde Zombies. Da. Wie kommt das? Weil wir alle versucht haben zu flüchten. Ich hoffe, hier sind nicht die ganzen Sprinter. Damit meine ich jetzt kein Auto, sondern wie Viecher, die laufen. Schwarzes Auto. Was zum... Wo ist das Kackviech? Oh Gott, nein! Okay, da ist auf jeden Fall ein schwarzes Auto. Weil es ist bestimmt leer, ne? Natürlich ist es leer. Oh Gott, nein! Lasst mich! Nein, lasst mich! Nein! The fuck? Oh, sie sind tot. Verloren. 1200. Klasse. Ja, fortfahren. Komm. Okay, bin ich hier in der Nähe? Ja, da oben ist die Brücke. Ach, hier sind auch überall Quests. Ah, wir müssen die Siedlung wieder besuchen wegen Quests. Kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, wir haben gesehen, das sind kaum schwarze Autos. Es dürfte also eigentlich ein leichtes sein, das Richtige zu finden. Ja, super. Einfach mal den Zombie verarscht. Ach, ich sehe eine Leiter. Obwohl, hier kommen wir auch hoch. Das geht bestimmt schneller. Aus dem Weg. Ein schwarzes Auto. Ein schwarzes Auto. Wo haben wir das denn? Okay, Ausdauer regenerieren. Der Typ mit dem Anzug, ne? Das nicht allzu viele schwarze Autos, ne? Oder meint er ein blaues? Ist er farbenblind? Ist es wirklich? Oder meint er weiß? Das einzige schwarze Auto, was ich sehe, ist... Oh, Mist! Oh nein! 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 Nein, 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 nein! Verdammt! Was ist passiert? Wie wichtig sind die Fotos? Worte kann man in Frage stellen, aber Fotos beweisen das alles hier. Das tun sie sicherlich. Soll ich da runterspringen? Ich soll sie bergen, ja. Oh Gott, das war nicht wirklich tief. Ich hätte gleich mal runterspringen sollen, ey. Erstmal ein bisschen Luft schnappen. Otto? Ach, ich sehe dich. Na, wenn die mal nicht hinüber sind, dann weiß ich auch nicht. Okay. Oh. Geschafft. Oh. Der mit seinen scheiß Fotos. Ach, und dann ist da gleich schon das Fischerdorf, oder? Das wäre mal richtig easy. Außerdem sieht das Wasser verdammt kacke aus. Voll verpixelt.
Und ich wundere mich, warum Zombies nicht schwimmen können. Zombies können rennen, aber nicht schwimmen. Also Muskelkraft hätten sie definitiv. Vielleicht fehlt es einfach nur im Köpfchen, dass sie denken, oh, ich bin jetzt nicht mehr auf Land. Kann gar nicht mehr laufen. Was soll ich tun? Am besten sinken. Hätte ich das vorher gewusst mit dem schwarzen Auto, ne? Ich meine, das einzige schwarze Auto war das. Voila. Sobald ein GRE-Paket abgeworfen wird, sind seine Schergen auch schon dort. Sie haben es geschafft! Wie soll ich Ihnen danken? Wie heißen Sie? Die Leute werden von Ihnen erfahren. Mein Name ist egal, denn Sie sitzen hier trotzdem fest. Hier kommt keiner raus. Aber warum haben Sie mir dann geholfen? Ihr Leben riskiert. Um Ihnen zumindest die Chance zu geben, mich eines Besseren zu belehren. Viel Glück, Fallon. Ich verstehe. Danke. Und viel Glück. Dankeschön. Belohnung 2000. Yeah, Baby. Okay, finden Sie die vermisste Patrouille? Könnte ein bisschen schwieriger werden. Vor allem ist sie da hinten. Wir holen das Haus hier. Kann man ja machen. Ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer als diesen Typen, der so schießwürdig ist. Aber ich brauche halt Munition, um den Typen darunter zu kriegen. Und was ist hier los? Hallo, Crane, richtig? Interesse an Informationen? Was wollen Sie? Hören Sie, ich bin Bauingenieur. Die Firma, bei der ich gearbeitet habe, war in der Altstadt. Sektor 0, wie es jetzt heißt. Wir waren hauptsächlich mit Arbeiten an der Kanalisation beschäftigt. Das klingt aufregend. Bitte, kein Anlass für Sarkasmus. Die Kanalisation Harans ist ein Meisterwerk. Zumindest, wenn man ein Auge für derartige Dinge hat. Und wer sollte ein Auge dafür haben? Sie. Wäre toll, wenn Sie endlich auf den Punkt kommen würden. Aha. Sie können es also nicht erwarten, ein paar Infizierte zu erledigen. Aber genau davon rede ich ja. Die Kanalisation kann Ihr wichtigster Verbündeter werden. Sie erstreckt sich unter der gesamten Stadt. Egal, wohin Sie gehen. Es gibt höchstwahrscheinlich einen Tunnel gleich unter der Oberfläche. Wir haben die Tunnel mit bestehenden natürlichen Höhlen verbunden. Diese Höhlen existieren überall, unterhalb der Stadt. Die meisten sind breiter als normale Kanalisationstunnel. Das macht es einfacher, sich dort fortzubewegen. Und macht es Untoten einfacher, sich dort zusammenzurotten. Naja, nichts ist perfekt, oder? Da kommt ein Flugzeug. Das heißt, es gibt Kanalisation, ja? Wo? Oh. Hab's gesehen. Nein. Uno Momento. Auf die Truhe drauf zu springen, ohne sie einzusammeln, ist ein bisschen blöd. Checkpoint. Gut, dann holen wir halt nochmal das nächste Zeug. Oh. Schöner Baseballschläger. Gut, dann war's das dann auch schon für diese Folge. Zumindest haben wir einen riesen Erfolg mit den Fotos gehabt. Hätte gestern genauso laufen können, hätte ich aufgepasst. Aber nein. Sie war beschäftigt mit Nasebohren. Was bist du denn für einer? Der ist ja schon am Faulen. Oh Gott, ich hab vergessen, War der Typ nicht hier? Oder gibt es mehrere Tankstellen, die gleich aussehen? Das werden wir noch sehen. Ja, aber ihr seid schon unter. Das hier geht dich nichts an. Das geht mir nichts an? Hä? Okay. Hab verstanden. Ich reiß dir den Arsch auf. Na komm her. Hat er gerade mit seiner Axt geworfen? Hör auf auszuweichen! Ha, hab ich verarscht.
Oh Gott. Okay, Entwürfe, Medikit bitte. Wir brauchen echt mehr von diesem Zeug. Und nach unten drücken. Nach unten drücken! Hilfe! Bring die Zombies um! Ja, ich bloß eine Schusswaffe mit Munition, ne? Schnappt ihn! Zombies, schnappt ihn! Ah, Knochen gebrochen. Gut, der ist beschäftigt. Naja, ich war nicht rechtzeitig da, aber zumindest einen kann ich sichern. So, immer meine Hosentasche. Und dann helfe ich nochmal den Zombies. Ja! Stirb! Sorry, ich hab den Zombie getroffen. Scheiße, ich kann die Waffe nicht mehr aufsammeln. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich packe mich jetzt in die Kiste. Und dann sehen wir uns gleich im Livestream. Beziehungsweise, ihr habt mich schon gesehen und guckt gleich diese Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.